Ich habe hier neben mir Nicole Brandes. Du hast ein Buch geschrieben. Du warst früher eine erfolgreiche Managerin. Wie kommt man dazu, zu einer Managerin, zu einer Buchautorin, die über Katzen schreibt? Das ist wirklich eine gute Frage. Ich beschäftige mich ja, warum Menschen was tun. Also wieso Menschen in anderen Kulturen anders ticken. Weil wir das nicht dekodieren können und das zu wissen ist eben ganz wichtig, damit man erfolgreich zusammenarbeiten kann. Das ist genau, es verhält sich genau gleich bei den, bei der Beziehung zwischen Mensch und Tier. Ich habe eine Reportage gesehen über Japan, wie man dort mit Tieren umgeht und das hat mich dazu veranlasst, zu schreiben, wie man Tiere besser versteht. Und ich habe das anhand meiner eigenen Erfahrungen geschrieben, respektive mein Kater hat das geschrieben, was ich eben alles falsch gemacht habe, was Menschen besser machen könnten. Und dieses Buch hat allein zum Ziel, den Menschen zu unterhalten und aufzuzeigen, dass man mit Tieren unglaublich viel Freude haben kann, wenn man das Tier eben auch besser versteht. Das hört sich sehr interessant an. Übrigens, wir haben ja bald Weihnachten. Eignet sich bestimmt auch gut, dieses Buch zu verschenken. Absolut. Wo kann man es kaufen? Ja, diese Katzenweisheiten für Menschen und die Abenteuer von Zorro, die kann man bei mir direkt kaufen auf www.nicolebrandes.com oder man kann es etwas teurer bei Amazon oder bei buch.ch kaufen oder direkt beim Spiegelberg Verlag. Gut. Dann werde ich es kaufen. Sehr gerne. Dankeschön. Danke vielmals für das Interview. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg. Danke.